Ja, so meine lieben Freunde, Hallöchen, Popuchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Ja, das hoffen wir auch. So, erledige die Stürmer und ich brauche Zeug für den Plünderern. Komm mal her. Das mal. Das sollte eigentlich reichen. Oder muss ich wirklich alle killen? Ja, wahrscheinlich. Ja, komm, ist egal. Wo sind denn die Plünderer? Ja, dann komm mal her. Komm ein bisschen näher. Fuck. Oh Mann, hier so viel Schaden. Und hier ist gesteigert, so generell. Ich bin auf normal, das sollte easy sein. Naja, komm. Herde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. So, die sind am Fressen. So, jetzt müssen wir halt nur gucken. Damit halte ich durch. Die Frage ist, reicht das oder muss ich noch mehr? Ich meine, kein Problem, die sind hier entspannt am Fressen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie einen so krassen Schaden machen. Das ist einer. Das ist doch schon mal ganz gut. Es ist hinüber, es ist hinüber mich. Ich finde es halt nur ein bisschen befremdlich, dass da halt zwei auf einmal sind. Was
Gras. So. Gut, dann müsste ich doch eigentlich... Jawoll! Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Laren zu bringen. Perfekt. Super, dann machen wir das doch mal. Ja, ich habe es heute doch wieder geschafft, ein bisschen... Ich weiß es immer noch nicht, warum bei mir die Metallscherben markiert sind. Vielleicht habe ich die an der Werkbank markiert. So. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Hier gibt es auch... Rede mit dem Lehrmeister. Ja, mache ich selber. Mache ich ein andermal. Normalerweise müsste ich jetzt alles Gebiet für Gebiet entspannt absuchen, damit ich halt mal wirklich das Spiel komplettieren kann. Hatte ich ja auch vor eigentlich. Achso, ja, sind ja gar nicht so lange Ladebildschirme. Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Das ist doch super. Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja, unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück mit dem Reishorn. So, folgender Vertrag, pipapo. Ja, Reishorn. Naja, 100... Warte mal. Aufträge, Beuteverträge, hier. Reishorn, das wird wahrscheinlich ordentlich Damage machen. Schade, dass ich nicht einen Bogen habe, der alles kann. Warum hat die den jetzt gehustet? Hier war doch nichts, oder? Bin aber auch echt blöd gerade. Vielleicht sollte ich mehr mit Pfeil und Bogen arbeiten. Ja, ouch. Da habe ich echt geschlafen. Da ist ein Fuchs abgehauen. Okay, die sind abgehauen. Aber am Flussufer erkenne ich jetzt nichts. Ich sehe Maschinenspuren. Könnte das Reishorn sein, das ich suche? War vielleicht ein etwas teurer Pfeil. Entschuldige, Fuchs. Aber es kann sein, dass ich diesen Kram von dir brauche. So, wollen wir uns mal auf Reishornjagd begeben? Hier sind viele verschiedene Maschinenspuren. Ich brauche meinen Fokus, um sie auseinanderzuhalten. Ja, mal gucken, was der Fokus so sagt. Dornrückenspuren. Nicht das, was ich brauche.
Wundert mich, dass die Maschinen am Fluss auch rasten, weil eigentlich bräuchten die kein Wasser. Kein Glück. Das sind Stürmerspuren. Das ist noch immer die letzte. Habt ihr Reißhornspuren entdeckt? Sie sehen frisch aus. Mit meinem Fokus kann ich ihnen folgen. Hab ich dich. Mal sehen, wo du hinführst. Ah, da. Okay. So, wollen wir mal. Ne, ansonsten sieht alles eigentlich gut aus. Ja. Muss nur gucken, dass ich vielleicht mal meinen. Sieht doch irgendwie aus, als würde mich das Ding da... Ein Reißhorn, das Feuer speit. Ich glaube, ich habe Larens Freund gefunden. Ich muss es erledigen. Ja, ich weiß. Kannst du nicht einfach stillhalten, ne? Ich krieg dich schon noch. Ja, jetzt schrei doch nicht rum. Wundert mich, dass das Vieh abhaut. Hat gesessen. Der hätte normalerweise treffen müssen. Aber ich finde es eigentlich so wesentlich angenehmer als andersrum. Warum treffe ich den nicht? Muss nicht besorgen, muss welche machen. Das kriegen wir schon hin. Aber es wundert mich, dass es die ganze Zeit abhaut. Jawohl. Oh, jede Menge Lanzenhörner. Ha, hab dich. Puh. Jetzt muss ich diese Teile für Larend holen. Was lief? Das sollte genug Beute für Larens Rüstung sein. Muss sie jetzt nur noch ins Lager bringen. Besser als gedacht, sag ich ganz ehrlich. Ich hätte gedacht, es wird schwieriger. Na komm, dafür brauche ich jetzt kein Schnellreisepaket. Die 100 Meter kann ich jetzt auch noch schnell zu Fuß rennen. Entschuldige, Rotfuchs. Wenn es hier schon die Typenbezeichnung Rotfuchs gibt, wäre meine Frage natürlich, ob es später dann noch andere Fuchssorten gibt. Das wäre was. Hier hast du das Reißhorn. Zumindest das meiste davon. Ja, das ist es. Damit wird meine Rüstung absolut herausragen. Es sei denn, vielleicht könnte ich... Du solltest bald mal anfangen, oder? Du hast recht. Es wird keine perfekte Rüstung, wenn ich sie nie schmiede. Danke, Aloy. Ja, wollte schon sagen. Vielleicht kommst du wieder her, wenn Keruf da ist. Wenn ich den Preis gewinne. Ich versuch's. Aloy, ich hab hier sehr schöne Beute für dich. So. Komm, jetzt reicht's aber auch mal. Ich kann ja nicht ständig mit ihm seine Aufträge machen. So, was haben wir denn hier? Nahkampfplatz. Ja, wenn Kinder einen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann. Ja, das bringt mir jetzt auch immer Niemandsland. Ich glaube, da kann ich noch nicht hin. Okay, das hat kein Ziel. Das ist hier in der Nähe, aber ich meine... Ich meine, das wäre
da gewesen, wo ich schon mal bei den Ruinen, wo ich nicht weiterkomme. Weil mir da irgendwas fehlt, um irgendeinen... Pilz zu entfernen. Ich weiß mal. Ja, das war das. Okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Kriegerbogen-Upgrade. Schatten im Westen. Tor des Todes. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal los, ne? Obwohl auf der anderen Seite, mich reizt es ja schon. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Unbekannter Unterschlupf. Dahin kann ich auch nicht reisen, aber hierhin kann ich reisen, ne? Kann ich dahin reisen? Nein. Dann würde ich das markieren und hierhin reisen. Ja, ich werde nicht straight einfach hier die Dinger durchpetzen. Habe ich ja gesagt, dass ich das nicht mache. Dementsprechend werde ich natürlich das Spiel so komplett genießen, wie ich möchte. Ich habe jetzt auch mal die PS4-Version deinstalliert. Und habe hier einfach das Kopieren angehalten, damit ich mir ein bisschen Platz spare. Auf der anderen Seite kann man natürlich... Ne, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe nicht so viel Metallscherben, aber das kriegen wir ja hin. Müsste ich eigentlich später mal nach Dingsbums gucken. Nach Upgrade-Sachen. Unbekannter Unterschlupf. Nee. War das nicht das mit dem Reishorn? Hier oben noch. Das ist gut. Keine Ahnung, wie man das untere Ding aktiviert. Sieht wie ein Lanzenhorn aus, aber mit gemeinerem Geweih. Super. Lief doch besser als gedacht. Stufe 13. Das ist doch gut. Ich habe 5 Fertigkeitspunkte. Ja, die kriegt man hier gefühlt ein bisschen geschenkt. Machen wir das doch mal wunderbar. Ist das ein unbekannter Unterschlupf oder ist das ein Lager? Nee, es müsste ein Lagerfeuer sein, ne? Nein, es müsste ein Lagerfeuer sein. Aber wie kommt das Ding da runter? Oder ist das die Unterwasserhöhle? Ich glaube, das ist die Unterwasserhöhle. Da komme ich, glaube ich, noch nicht weiter. Zwar nichts sagen, aber irgendwie bin ich da nicht so ganz sicher, ob ich jetzt zu der markierten Stelle reise oder nicht.
Aber hier gibt's was. Hat sich doch gelohnt. Grünglanzsplitter. Super. Muss nur noch wissen, was ich damit genau machen kann. Ich meine, es wurde irgendwo mal geschrieben, aber ich meine, komm schon. Dass ich mir das jetzt alles merke, das kann man von mir jetzt nicht wirklich verlangen. Solche Höhlen sind okay. Ah, falscher Knopf. Okay. Erstmal auftauchen. Wer weiß, muss ich da für eine Distanz im Schwimmen oder beziehungsweise im Tauchen? Na, gar nicht so viel. Geht's auch wieder nach oben? Das ist gut. Na, das hält mich wach. Das hält dich wach. Das ist super. Unbekannt 180. Na, super. Nee, ich habe immer noch das Problem, dass ich immer noch nicht weiß. Ich glaube, ich kann diese Klippe hochklettern. Ob oben wohl was Interessantes ist? Beziehungsweise, ich weiß halt immer noch nicht, warum ich keine 1080p krieg. Beziehungsweise, warum das PlayStation Remote Tool zu mir sagt, nö. Obwohl ich eine PS5 habe. Das kann ich echt nicht sagen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das damals mit der PlayStation 4, glaube ich, zusammen aktiviert. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, Programm komplett neu zu installieren. Oh, Capture Card. Scheint mit OBS ein Problem zu haben. Also nicht ein Problem, aber wenn es zu viel wird. Während die Switch halt ohne Probleme flüssig läuft, ist die Capture Card mit OBS oder OBS ein bisschen überfordert. Ein alter Karja-Wachturm. Was wohl drin ist? Das weiß ich nicht. Das Klettern fand ich in Zero Dawn irgendwie schneller. Hallo, ich will nach oben. Das klappt super. Irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schön, dass ich hier hochkomme. Ups. Ah, okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt alles immer auf Details und Animationen ausgelegt ist. Und dass dadurch so ein bisschen Speed verloren geht. Kann mich aber auch täuschen. So, jetzt will ich nur gucken. Ah, okay, das ist der Karja-Wachturm. Okay, fast geschafft. Vogelfleisch. Interessant. Nein! Ich weiß nicht, was und wie ich es da gerade gemacht habe, aber okay. Da oben gibt es auch bestimmt irgendwas. Das macht die Aloy doch nicht umsonst. Geschafft. Noch eins dieser Geräte. Eine Linse.
Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Yep. Linse des Mittags. So, das ist doch schon mal ganz gut. Hier ist auch noch irgendwas Unbekanntes. Dann würde ich sagen... Ab nach unten. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass du das gesamte Tal durch... überblicken kannst. Die Frage ist nur, bringt mir das jetzt gerade was? Und da sage ich ganz klipp und klar, eher weniger. Also jeder, der so schon mal sich abgeseilt hat oder so, der müssten die Finger brennen. Farben herzustellen. Der müssten so die Finger brennen. Auch wenn man es nur teilweise langsam macht, das ist weird. Aber Gamer-Logik. Da oben ist doch auch wieder so ein alter Kaja-Turm, nehme ich an. Ich meine, würde Sinn ergeben. So, ich muss heute ein bisschen auf die Zeit achten, weil heute war ich nicht ganz so früh wach, aber früh genug, damit ich zumindest das Game noch mal ein bisschen anmachen kann. Dementsprechend wird es leider heute nur ein Part werden. Und keine drei wie gestern, weil ich bin zwar um 4 wach geworden, bin aber noch mal kurz eingeschlafen und dementsprechend wurde es heute erst 5, als ich dann zum Zocken kam. Und dementsprechend muss ich halt auch gegen... muss heute entsprechend früh los. Normalerweise holt mich mal mein Kollege ab. Aber heute müssen die nochmal in die Werkstatt mit dem Dienstwagen. Dementsprechend müssen wir heute ein bisschen früher los. Da werde ich dann um... circa 6 Uhr... das Haus verlassen müssen. Joa. Nein, ich will da runter. Da gibt's noch was. Nehme ich alles mit, gibt alles Scherben. Das gebe ich einem Färber. Das ist schön, dass du Sachen färben kannst. Halte ich jetzt nicht für zwingend notwendig. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich fand das irgendwie mit den weißen Kanten zum Klettern, fand ich den Teil 1 wesentlich schöner. Da musste man, entweder hat man das dann, man hat es dann gut gesehen und man musste sich nicht entscheiden zwischen, ich habe entweder überall diese leuchtenden gelben Dinger oder... Ziemlich heruntergekommen hier. Hallo, ich will nach oben und du hattest nicht solche Probleme. Also irgendwie, irgendwas haben sie da ein bisschen... Hm. Ist der nach... Also ich finde den Nachfolger da ein bisschen schlechter. So. Jetzt habe ich es gesagt. An denen komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich das erstmal. Warum kann ich das nicht öffnen? Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Ah, okay, verstehe. Okay, kann ich dahin reisen? Ja, dahin kann ich reisen. Okay, dann würde ich sagen, unbekannte Siedlung. Probieren wir es mal. Boah, ich jetzt hier die ganze Zeit alles hoch und runter klapper. Nehme ich dann doch einfach ein Schnellreisepaket. So,
Wildholz sollte eigentlich genug da sein. Okay, 50 Stück kann ich insgesamt aufnehmen. Es ist immer so, so ein Hin und Her. So gemischte Gefühle, während ich zum Beispiel das neue Inventar, das alte Inventar ist okay. Das würde ich nie machen. Einfach durch ein Dickicht rennen und nicht wissen, wie tief es ist. Ja, auf der einen Seite finde ich das neue Inventar okay. Das hier alles bis zum gewissen Grad selbst. Halt. Ja, wie heißt dein eigener Platz halt auf der anderen Seite? Ja, naja, also das neue Menü finde ich super. Da gibt es eigentlich nichts auszumäkeln im Vergleich zum Vorgänger. Man kann ja nicht nur sich nicht nur beschweren. Okay, es sieht aber nicht unfreundlich aus. Nein, das will ich auch mal probieren. Die Leute können dich hören, weißt du? Werkbank, geil, Waffenupgrades, Feuerjägerbogen, hatte ich nicht noch eine Aufgabe, Dingsbums zu machen? Was fehlt mir denn da? Dornrückenstoßzahn, da fehlt mir auch noch was. Dann mache ich das doch mal. Prototyp Stachelwerfer. Ist es nicht der, der... Ja. Aufprallstachelwerfer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das alles für Waffen sind, aber okay. Von mir aus. Kann ich den komplett aufrüsten? Das wäre super. Nee, dazu fehlt mir noch was. Warum ist das markiert? Aufgabe abbrechen. Aha. Outfit Upgrades. Nee, eigentlich doch eins ist möglich. Da brauche ich jetzt auch nicht. Mache ich eher mal Beutel Upgrades. Präzisionsfallkörscher. Geil. Ein Proviantbeutel, weißt du was? Ich nehme einfach alles mit, was ich kann. Naja, komm, das war ein Hammer. Was wir haben, haben wir. Munitionsherstellung, ja, von mir aus. Stimmt, wir haben ja jetzt mehr Muni. Ja, okay, 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 verstehe. So, super, das sieht doch alles schon mal ganz gut aus. So, Bogen. Gräber-Klägerhülle, davon habe ich aber drei. Sprich, ich habe alles, was ich brauche. Wasserraumkriegerin, okay. War jetzt, vom Aussehen her sah das jetzt nicht unbedingt nach viel aus. So, Verkauf gegen Metallscherben. Okay. Verkauf gegen Metallscherben, gegen Metall... Ich glaube, hier oben ist alles, ne? Kann ich alles verkaufen. Super. Was? Gut, ich habe aber alles gefunden. Ich habe keine Ahnung, was der Strich hier zu bedeuten hat.
Ich weiß es nicht. Ist okay. Ansonsten habe ich jetzt doch eigentlich alles abgesucht. Unbekannter Unterschlupf. Den würde ich trotzdem gerne nochmal angucken. Warte mal, was... Achso, Fertigkeiten, genau, da war ja was. Entschuldigung, ich bin heute gerade immer noch ein bisschen... Vielleicht etwas zu früh. Was haben wir denn hier? Mutstoßmeisterin. Ich will mal was gucken. Powerschüsse, derzeit ausgerüstet. Ja, mit was? Niederschmetternder Schuss. Achso, ja, das ist okay. Okay, okay, okay. Baut Mut schneller auf. Ja. Why not? Was haben wir hier? Konzentration plus passive Verstärkung. Why not? Schwere Waffe plus. Werde ich wahrscheinlich selten brauchen. Dann will ich mal gucken, was ich hier noch so freischalten kann. Trinke einen speziellen Drang. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Regeneration. Weißt du was? Was ich habe, habe ich. Komm. So, was ist denn jetzt hier freigeschaltet? Medizinkapazität. Not bad. Not bad. Ich nur gucken, wie ich da am besten... Ja, jetzt können wir auch einfach dem Fluss folgen. Gut, dann hat sich das doch auch geklärt. Dann habe ich nämlich die Aufgabe des Dingsbums-Upgrades auch leicht aufgehoben. Dann habe ich zumindest hier unten das Gebiet halbwegs erkannt. Glaube aber... Nee, ich wurde entdeckt. Ja, ist ja okay. Einfach durchrennen. Die denn schon wieder hier? Folgen die mich oder lassen die mich in Ruhe? Ich kann mich hier aber auch nicht verstecken, ne? Das sind Reißhörner, die sind jetzt auch nicht unbedingt die beste bevorzugte Jagd. Wenn die mich entdecken, habe ich ein Problem. Ich weiß immer noch nicht, was ich drücken muss, um unten den Mut zu aktivieren. Purpurne Engels Engstelle. Das hat ihn jetzt nicht interessiert, obwohl ich ihn hätte eigentlich treffen müssen. Weil das so eine gute Idee war. Macht ja und ab. Okay. Dann will ich dann auch nicht großartig lange rumeiern. Nicht, ob es so eine gute Idee ist. Ja.
ist doch schon mal gut. Sogar fast verbrannt, aber nur fast. Nutze ich aktuell mehr? Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Was? Wo ist denn der Beutel? Ach so, ja. Ja, okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst, Mädchen. Ist okay. Lass mal gucken, was hier so alles drin ist. Ist zwar grün, aber ich habe das Gefühl. Dass ich hier noch nicht fertig bin. Das war ein leichter Schlag, warum du da so ausgeholt hast. Es stand halt auch nicht abgeschlossen oder so. Es war aber grün. Also ist halt die Frage. Normalerweise müsste ich da doch schon gewesen sein. Das sieht für mich auf jeden Fall danach aus. Ja, hier war ich doch schon. Warum da nicht abgeschlossen steht, kann ich dir echt nicht sagen. Ich verstehe selbst nicht. Aber hier muss ich nicht mehr hin. Mein ich. Super. Ein Unterschlupf. Hier bin ich sicher. Hier bist du sicher. Mit den ganzen Maschinen drumherum. Bist du dir da wirklich sicher? Das sind also verschiedene Unterschlüpfe. Werkbank wird schon wieder ein Beutel-Upgrade. Okay, gut. Ich glaube zwar nicht, dass ich das großartig benutze, aber ist okay. Ja, Munitionsherstellung brauche ich nicht. Aber das haben wir doch schon mal. Was ist das hier? Hinsetzen, Zeit vergehen lassen. Ja, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht zwingend. Aber ich könnte gucken, ob ich hier noch irgendwas auffüllen kann. So, was haben wir denn hier? Da oben. Das hat aber lang gebraucht, bis der Schaden drin war. Ist ja okay. So, und jetzt auf die Schnauze. So. Kommen wir bestimmt gleich her. Na komm her, Stürmer. Hm? Bubi. Was ist los? So. Papa, Papa, von Papa, Papa. Er ist ja Mama Aloy. Ich habe das Gefühl, ich wäre da schon gewesen. Bin mir da aber selbst nicht so ganz sicher. Ich will aber auch jetzt nicht zu lang machen. Frage ist jetzt eher, wie komme ich da hoch? Vielleicht komme ich aber von dort hoch. Mal gucken, ob ich da nochmal hochkomme. Aber sieht eigentlich nicht so aus, als würde ich hier hochkommen. Da muss es irgendwie hochgehen. Ja, die mächtigen Widder können mich mal. Die wird nicht nachlassen. Doch, oben doch. Auf der Klippe steht ein Alt. Anscheinend ist der Pfad schon lange zerstört. Ich muss
wohl klettern. Ja, das hat uns doch noch nie aufgehalten. Hallo, ich würde gerne... Das klappt gut. Also irgendwie finde ich das Klettern hier nicht ganz so zufriedenstellend wie im ersten Teil. Haben die echt umständlich gemacht. Oder es ist nur, oder ich bilde mir das nur so ein, dass die Aloy langsamer klettert als im ersten Teil. Das kann ich so gar nicht bestätigen. Ja, gut, könnt ihr in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das so findet mit dem Klettern und ob ihr das Spiel schon gespielt habt oder nicht. Ich habe meinem Kollegen das Spiel geschenkt. Dementsprechend kann ich es jetzt nicht nochmal verlosen. Von daher, ja. Geschafft. Und da ist noch eins dieser Geräte. Ja, eine Linse. Super. Kriegt sicher später raus, was ich damit mache. Hoffe ich. Kann ich auch hier irgendwo runter? Wow. Das war Zufall. Ich hab mich schon tot gesehen. Ja, irgendwie ist sie mit dem Klettern ein bisschen langsam. Kannst du sagen, was du willst? Ja, hier, was ist das? Unbekannt? Ja, werde ich nochmal anmachen. Werde ich nochmal gucken. Aber heute nicht mehr, Leute. War cool, dass ihr da reingeschaut habt. Vielleicht lesen wir uns ja. Ging schnell. In den Kommentaren. So. Macht's gut. Tschüss.